Hallo, dieses Video soll dir alle nützlichen Infos rund um den Zustimmungsmechanismus im Stellar-Netzwerk näher bringen. Wenn du mehr über Stellar und XLM wissen möchtest, schau dir dazu auch noch mein anderes Video an, falls du es noch nicht getan hast. Jetzt also, welchen Zustimmungsmechanismus verwendet Stellar? Du hast mittlerweile schon von vielen verschiedenen Konsensusmechanismen aus allen möglichen Videos von mir gehört. Den Proof-of-Work-Mechanismus mit seinen Minern verwendet zum Beispiel Bitcoin. Proof-of-Stake mit oder ohne die Kombination eines byzantinischen Zustimmungsmechanismus verwenden zum Beispiel Algorand, Cardano, Theta und viele weitere. Den Tendermint-basierten Mechanismus verwendet zum Beispiel das Netzwerk von Cosmos oder Terra Luna. Auch wenn Stellar wie viele andere auch per Blockchain durch die Galaxie fliegt, so hebt sich dieser Zustimmungsmechanismus doch mit einigen Besonderheiten von den vorhin genannten ab. Stellar verwendet als Konsensus das sogenannte Stellar Consensus Protokoll, kurz SCP. Der Modellvorstellung nach soll SCP nun im Vergleich zu den anderen Mechanismen allen vier Schlüsseleigenschaften zu gleichem Anteil gerecht werden. Das ist zum Folgenden: Zum einen die dezentrale Kontrolle. Stellar als Open Source und dezentrales Netzwerk möchte auch wirklich eben, dass jeder am Netzwerk die Möglichkeit hat, teilzunehmen. Als nächstes der Punkt: niedrige Latenzzeit. Eine schnelle Transaktionszeit ist mittlerweile ein Muss, wenn du internationale Zahlungen abwickeln möchtest. Der dritte Keypoint, der dritte Schlüsselpunkt ist flexibles Vertrauen. Bei Tendermint-basierten Protokollen wird die Kombination von Validatorknoten per Software ausgerechnet. Die Teilnehmer sind, was das Vertrauen zu anderen Kombinationen angeht, eben nicht völlig flexibel. Stellars SCP möchte diese Freiheit jedoch für Nutzer weiterhin ermöglichen. Und zuletzt der Punkt asymptomatische Sicherheit. Digitale Signaturen und weitere Mechanismen sollen die Teilnehmer vor anderen Gegnern mit einer höheren Rechenleistung schützen. Wie funktioniert nun das Stellar-Konsensus-Protokoll in der Praxis? Das SCP verwendet eine Weiterentwicklung des byzantinischen Konsensus. Nochmal kurz für dich zur Wiederholung: Unter einer byzantinischen Fehlertoleranz, kurz BFT, wird vereinfacht ausgedrückt eine Schwachstelle dezentraler Systeme verstanden. Sie kann immer dann auftreten, wenn sich die vereinzelten Netzwerkknoten in unehrlicher Arbeit untereinander absprechen, um dann eigene Vorteile für sich herauszuholen. Um diese Anfälligkeit zu reduzieren, bezeichnet SCP jetzt seine Weiterentwicklung als Federated, also föderierte byzantinische Zustimmung. Auf Englisch FBA für Federated Byzantine Agreement. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir hierfür mal Deutschland mit seinen Bundesländern oder ein eigenes Heimatland einfach vorstellst. Die vielen kleinen Bundesländer organisieren sich erstmal weitestgehend unabhängig voneinander, also föderativ, sprich teilstaatlich, gehen dann letztendlich jedoch auf der obersten Ebene ein Bündnis zu einem großen Land eben ein. Diesen Gedanken übertragen wir jetzt auf unser Land Stellar. Um einen neuen Block mit den Transaktionen für gültig zu erklären, wird im Stellar-Land nicht im gesamten System ein Konsensus erreicht, sondern die Knotenbetreiber organisieren sich wie kleine Bundesländer frei zu kleineren Unterteilen. Diese Unterteile heißen Quorum Slices. Quorum Slices sind übersetzt beschlussfähige Stücke. Anders als bei einem reinen byzantinischen Agreement suchen sich die Node-Betreiber beim FBA also ihre eigenen beschlussfähigen Stücke aus. Es wird davon ausgegangen, dass im weiteren Verlauf der einzelnen Schnittchenbildungen irgendwann gemeinsame, größere, vertrauenswürdige Schnittmengen entstehen. Diese größeren Schnittmengen gehen ein Bündnis jetzt ein. Diese Bündnisse nennen sich Quorum Intersections. Das sind also mehrere Knoten, die sich nun überlappen. Ich zeige dir gleich nachher bei einem Beispiel, was ich damit alles meine. Diese Intersections müssen nun innerhalb ihrer kleinen Gruppe mit der Mehrheit über die neuen gültigen Transaktionen zustimmen. Die Intersections schließen sich dann letzten Endes wiederum bildlich gesprochen zum Bündnis für das Stellar-Land zusammen. Hier wird auch von einem Metanetz gesprochen. Diese ganze Netzwerkarchitektur soll nun letztendlich wieder die byzantinische Fehlertoleranz reduzieren und die nötige Stabilität gegen Hacker oder Abweichungen in Intersektionen herstellen. Jetzt ein für dich mal echt unterhaltsames Beispiel, wie so eine Runde im SCP ausschauen könnte. In den Unterstaaten von jeweils Quorum Slice A und B versucht man sich nun zu einigen. Stell dir dazu einfach mal zwei kleine Teenagergruppen auf dem Schulpausenhof vor. Jeder Teenie, also jeder Knoten, wählt nun in seiner Peer Group vorab eine Block-Version.
Innerhalb der Peer Group von Gruppe A und B werden nun verschiedene Blockversionen gewählt. Die beiden Peer Groups stehen in Austausch miteinander. Jede Gruppe bekommt mit, was die anderen in der anderen Gruppe so wählen. Auf dem Pausenhof kannst du ja auch ganz schnell von einer Gruppe zur nächsten gehen und hören, was gerade der Trend Nummer 1 ist. Irgendwann entsteht hier so etwas wie ein Gruppendruck. Die Blockversion, die sich dann in beiden Gruppen von A und B zu diesen Intersections überschneiden, die scheinen ja dann wiederum am vertrauenswürdigsten zu sein. Die einzelnen Teenies also, die Knoten, fangen nun das Grübeln an. Vielleicht sollte ich doch lieber die andere Blockversion nehmen, welche vielleicht auch die anderen nehmen. Vielleicht hätte ich doch lieber mal auf die anderen gehört und lila Schuhe sind der Hit Nummer 1. Als nächsten Zug haben die Knotenbetreiber nun die Chance, sich unter bestimmten Voraussetzungen auch für eine andere Blockversion umzuentscheiden. Letzte Chance also für den Teenie, sich den Trend Nummer 1 zuzulegen und sich damit lila Schuhe zu kaufen. Nach dem ganzen Gekrübel und ein bisschen Gruppendruck weiß nun endlich jeder Knotenbetreiber, dass er auch einen anderen Block akzeptieren würde. Irgendwann kommt es also zur sogenannten Ratifizierung. In Gruppe A akzeptieren nach dem initialen Voting nun alle Knotenbetreiber nur noch eine Blockversion. Diese Version wird dann als rechtskräftig an das ganze Netzwerk weitergeleitet. Alle Teenies also in der Gruppe A haben sich dann entschieden, dass lila Schuhe die richtigen und die einzig wahren Trendschuhe sind. Diese ratifizierten Versionen der einzelnen Quoren müssen jetzt nur noch im gesamten Stellarland, also auf dem Schulhof, bestätigt werden. Im Stellar-Netzwerk geht es nun heiß her. Jeder Knotenbetreiber bekommt nun per Message mit, wer was akzeptiert hat. Hey, hast du schon gehört, dass Gruppe A lila Schuhe toll findet? Ja, und lila Schuhe hat auch schon Gruppe B für ganz passabel gefunden. Gruppe C war auch erst auf den Trend mit den Schlaghosen gestoßen, aber lila Schuhe würden mehr Teenies stehen, oder? Meinst du jetzt also lila Schuhe oder Schlaghosen? Für was sollen wir uns jetzt entscheiden? Das sind diese ratifizierten Versionen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und diese Versionen scheinen dann irgendwie gleich mehrere für richtig zu halten und erzählen es dann weiter und weiter und weiter. Weitere Knotenbetreiber schließen sich dann auch wiederum den anderen an. Nach einer Reihe weiterer Bestätigungsnachrichten finden alle Knotenbetreiber, also alle Nodes, zuletzt nur noch eine übrig gebliebene Blockversion für ganz akzeptabel. Ja, also die lila Schuhe hat jetzt doch der Schulhoftrend eingeholt. Jeder will jetzt lila Schuhe tragen. Stellarland entscheidet sich nun für diesen allgemein akzeptierten Block, der an die Blockchain angehängt wird. Lila Schuhe sind also der gültige Trend, der einzig wahre. Und das war's. Eine Blockrunde beginnt von vorne. Am nächsten Tag auf dem Pausenhof stecken also wieder die einzelnen Teenies in ihren Grüppchen A, B, C und so weiter ihre Köpfe zusammen und wollen gemeinsam herausfinden, ob nach den lila Schuhen nicht doch die Dauerwelle folgen sollte. So, und das war es auch schon wieder. Falls du Feedback für mich hast, kommentiere einfach unter dem Video. Wenn dir das Video einen Mehrwert gebracht hat, empfehle es auch an andere weiter, damit noch mehr Menschen die Technologie hinter Stellar verstehen können. Über Stellar habe ich dir auch ein ganz anderes, größeres Video auf meinem Kanal bereits hochgeladen. Wenn du noch mehr auch von anderen spannenden Krypto-Projekten erfahren willst, schau dir auch zum Beispiel Quant oder XRP an. Auch auf Twitter kannst du mir gerne folgen. Danke für deine Unterstützung. Ich freue mich auf dich wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Miss Krypto und wir sehen uns.